Hallo YouTube. Hier ist er wieder, euer Diego. Ja, Talbach gibt's heute mal. Ist vielleicht nicht ganz so euer Thema. Also ich weiß ja, was meine Zuschauer gerne sehen wollen. Und ich denke, so Let the Big Boys Play ist jetzt auf meinem Kanal nicht so das Thema. Aber ich mache das trotzdem ab und zu ganz gerne, ja. Hey, Susanne, was machst du denn da? Ist das überhaupt die Susanne? Susanne müsste sich mal wieder rasieren, eventuell. Ja, hatte ich mir anders geplant, aber gut, okay, Hauptsache wird fertig. Wir müssen Heu machen, Silage ballen, vorm Regen noch am liebsten. Ich hole jetzt auch direkt den anderen Deutz. Ich habe jetzt die Trecker erstmal als Starttrecker gewählt, weil die einfach gut und günstig sind. Ich konnte dadurch mir schon einiges leisten, sagen wir es mal so. Ja. Lasst euch von den 170.000 Euro nicht verwirren. Ja, bei Diego ist alles ganz normal wie immer. Ich habe keinen Dreschkasten. Ja? Wenn ich einen Dreschkasten hätte, wäre ich im Minus. So, ne? Nur dass ihr Bescheid wisst, ist alles ganz normal. Wie immer beim Diego. Aber wie gesagt, ich mache schön fleißig Silageballen, die ich dann verhökern kann. Ich habe Weizen angebaut und werde danach natürlich sofort Hühner kaufen. Wie man halt so anfängt. Ja, ich bin halt noch am Anfang von der Map. Und Ziel ist ganz klar, die fetten Deutz, Xerion, so die Richtung halt. Ne? Jetzt hätte ich fast meinen eigenen Hund überbügelt hier. Das tut ja nicht Not. Ne? Also die großen Sachen. Ne? Die Felder geben es her. Also man kann hier durchaus mit den großen Klamotten spielen. Klar, ist jetzt keine Vierfach-Map oder so. Aber wie gesagt, ab und zu habe ich da halt mal Spaß dran. Oder vielleicht auch mal im JCB oder so. Ne? Es gibt so viele tolle Modelle. Ich finde, die sollten nicht zu kurz kommen oder vielleicht auch mal wirklich den großen Rübenvollernter nehmen und mit einer Maus und so. Ich spiele damit ja eigentlich nie, ne, weil es eigentlich, ja, das ist alles eigentlich viel zu groß. Aber ab und zu, ne, nur ab und zu mal. Jetzt wird auch nicht hier regelmäßig ein Video kommen oder so. Ich zeige euch ab und zu mal, wie weit ich bin und dann gibt es wieder andere Videos, ne. Und ich spiele aber sozusagen heimlich im Hintergrund durchaus auch mal die Talbach. Ne? Ich hatte mich letzte Tage im Stream sogar mit dem Titel vertan, mit der Krebach. Hab da gesehen, Oberkrebach gibt es jetzt auch. Ne? Der Yogi tut mir so leid. Ne? Der arme Yogi. Mann, 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 was muss der leiden, ey. Ach ja, aber so ist das halt, wenn man sich auf Giants einlässt. Naja, wie gesagt, anderes Video. Wir machen die Krebach. Also ich habe ja das Glück, dass ich die Krebach spielen kann und nicht die Light-Version. Die werden wir streamen dann. Ne? Also spätestens am Freitag wieder auf Twitch habe ich natürlich Bock drauf mit euch. Ne? Das kannst du ganz klar sagen. Freitag habe ich noch eine ganz Kleinigkeit noch vor. Aber das kriegen wir schon hin. Du willst doch jetzt... Oh, ich habe das Hupen ignoriert, weil ich hatte Angst, dass der mir hier seitlich reinkoffert. Volle Granate, Renate. Ich hätte das eigentlich schon abpicturieren sollen, damit alle sofort vorgewarnt sind, dass mal wieder nur Ballen gewickelt werden. Ne? Das ist auch meine Hauptbeschäftigung im LS, glaube ich. Ja, es ist halt wie eine Gelddruckmaschine, ne? Machst du am Anfang, machst du halt... habe ich den wieder umgeschaltet? Ach so, ich habe den umgeschaltet wieder. Ja, dann legen wir die hier vorne hin. Ich hatte letzte Mal auf direkt abladen gemacht. Weil es einfach schneller geht, ne? Du wirst einfach schneller fertig. Also das Problem ist jetzt der zweite Ballen. Das dauert halt, ich muss jetzt halt warten, bis der fertig gewickelt ist. Also ich muss nicht, aber ich warte dann halt, bis der fertig gewickelt ist. Macht natürlich Sinn, wenn man mit so einer Doppelgabel arbeiten will oder
sonstigen Sachen ist es immer schön, wenn zwei direkt nebeneinander liegen, ne? Aber ich habe ja den von Ursus, den kleinen Ballensammler, und dann ist es mir egal, ne, ob die jetzt in Zweierrudeln liegen oder einzeln. Das Schöne ist halt nur, dass man, wenn man den Ballen halt mitnimmt, kann man den Ablageort selber bestimmen, ne? Das hat Vorteile. So, guck mal, wenn wir jetzt hier ums Eck fahren, dann machen wir das automatische. Hat's geklappt? Nein, hat nicht geklappt. Wir müssen nochmal Schwung holen. Ich weiß gar nicht, die Taste muss ich eben kurz die Taste raussuchen. Welche Taste war das nochmal? Ah, okay. Schon gut. Ja, ich bin ein alter Mann, ne? Ich bin ein alter Mann. Und spiele trotzdem mal ganz gerne mit dem großen Gerät. Ja. Bei uns gab sowas natürlich nicht, ne? Bei uns waren nur Oldies. So, und jetzt ist man natürlich schneller, weil man direkt weiterfahren kann. Was heißt direkt weiterfahren kann, aber er muss ja nur eben den Ballen rausschubsen und der schmeißt den gleich weg bei voller Fahrt. Da kriegt man natürlich wesentlich mehr geschafft. Ansonsten, ja, ich wollte eigentlich, direkt das Dreschen aufnehmen, aber ja, ihr habt jetzt so wenig Videos bekommen von mir in letzter Zeit. Ich weiß auch nicht, warum. Also ich höre im Moment auch unheimlich viel Musik. DLS ist irgendwie, ja, weiß ich nicht. Ich habe halt nicht mehr dieses, dass ich mich beruhigen muss quasi. Also normalerweise, wenn ich sonst von der Arbeit gekommen bin, dann hatte ich Puls und Blutdruck und brauchte erstmal irgendwas, um wieder auf Normallevel zu kommen. Und jetzt komme ich easy und entspannt von der Arbeit und denke dann nur, boah, geil, jetzt ein bisschen Mucke hören, ne? Und ich denke gar nicht mehr, boah, ich muss jetzt erstmal, ey, boah, am besten zwei Schar, erstmal eine Stunde nur flügen oder so, weißt du, so, ne? So war das sonst. Einfach um runterzukommen, habe ich im Moment leider nicht, ne? Was soll ich machen? Das ist ein bisschen schade für euch. Weil wenn ich nicht zocke, kann ich auch nichts aufnehmen, ne? Ich kann ja nur was aufnehmen, wenn ich am Zocken bin. Ansonsten, tja, es tut mir furchtbar leid, ne? Aber es kommen auch wieder andere Zeiten. Ich meine, jetzt ist eh schwierig, jetzt kommt der Sommer. Da sind ja dann auch mehr so Freizeitaktivitäten. Im Winter ist natürlich eh immer ein bisschen mehr, weil man nicht so viel machen kann. Man hockt mehr zu Hause, ne? Ah, verdammt. Ich verpenne jedes Mal, ne? Ich möchte aber trotzdem die Mod nicht reintun. weil man dann gar nicht mehr rückwärts fahren kann. Das will ich auch nicht. Ich hatte die früher viel drin, diese Mod, dass eine Vollbremsung macht. Man müsste die vielleicht erweitern, dass man trotzdem noch ein Stück zurücksetzen kann, ne? Ach, den hat er mir auch gekonnt hingelegt jetzt. Das läuft gut bei mir. Naja, müssen nachher mal gucken, ob wir den in der Resterunde, wenn ich gleich ganz zum Schluss die Reste aufpicke, ob ich den dann. Ey, das ist auch die einzige Pickup, die rückwärts läuft, ne? Wird die echte Pickup das auch machen? Sollen wir das Video rückwärts Pickup nennen? Ich mache hiervon erstmal ein Foto. Den anderen Deutz im Hintergrund, vielleicht sieht man ihn ja. Meistens fällt das nicht auf. Weil das Thumbnail ist ja wirklich sehr klein. Ne? Sollen wir uns jetzt noch eine Runde konzentrieren tun würden? Boah, wieder nicht, ey. Und ich habe den Sound schon so laut, ey. Oder hat er zu spät gehupt? Nein, der hat nicht zu spät gehupt. Ne? Ich habe das einfach ignoriert, oder? Warte, wir fahren nochmal eine Runde. Ich habe das ignoriert, ne? Jetzt hupt er schon. Oh, dann kannst du auch direkt in die Ramme gehen, wenn er so schnell fährt. Der war noch gar nicht fertig mit Wickeln. Sag mal, habe ich hier mehr Ertrag? Das war letztes Mal, war der Ballen immer schon weg, bevor der neue voll war. Hat der Dünger mehr geholfen oder was ist hier los? Guck mal hier, ey. Ich muss erst ein Stück zurückfahren immer.
Weil das Problem ist, man könnte ja eigentlich auch, ne, nicht zurückfahren, nur dann haut der Arm von dem Ballenwickler, gibt dem Ballen da eine Breitseite. Ne? Dann kriegt er so eine Kelle, da träumt er zumindest davon. Ne? Deswegen, ja, im Real Life wäre das Ding total schaden. Ne? Da würde auf jeden Fall, also ich hoffe, ich weiß nicht, wie es bei Klaas ist. Ich habe diese Pressen schon mal gesehen. Die werden, glaube ich, auch nicht in Deutschland gebaut. Ne? Kann das sein? Werden die in Frankreich gebaut? Kann das sein? Ich weiß es aber auch nicht genau. Ich könnte mir vorstellen, dass irgendwo so eine Abschersicherung drin ist. Ne? Aber trotzdem, wenn der da so gegenfeuert, ich glaube, ist doch was krumm. Also da wird auch was abbrechen soll extra. Aber ich glaube, da ist auch was krumm danach. Und deswegen versuche ich das zu verhindern. Ne? Also im Spiel passiert ja nichts, außer dass der Ball eine Watscheln kriegt, wo selbst Bud Spencer noch von träumen würde. Boah, das passt aber sehr gut. Der Philipp war das. Wahnsinniger Typ. Ah, ich habe das Hupen ignoriert. Die Rückwärts-Pickup. Wie nennen wir das Video denn? Der Hupen-Ignorant. No, wir können das auch nennen. Diego kann gar nichts. Aber so wird ja jedes Video heißen bei mir. Das ist ja dann auch langweilig, ne, oder? Eigentlich könnte man unter jedem Video unterschreiben, labert viel, kann gar nichts oder irgendwas. Junge, Junge. Ich mach, glaube ich, auch mal, müsst mal gucken, ich muss, glaube ich, mal die Tage mal einfach wieder nur ein Let's Chatting machen, ey, auf Twitch. Das geht ja auch sehr gut. Dann brauche ich nicht hier so peinliche Szenen dabei liefern. Da kaue ich euch einfach so ein Ohr ab. Weißt du? Habe ich ja drauf. Mache auch irgendwas ganz Beruhigendes im Hintergrund. So ein Kaminfeuer im Hintergrund nur. Und dann kaue ich euch erstmal eine Stunde lang ein Ohr ab. Da habe ich mal wieder richtig Lust drauf auch. Na, ja, dann können wir auch mal so über so ein bisschen so allgemeinen Krams reden. Ne? Muss ja nicht immer nur um den LS gehen. Natürlich, klar. LS ist natürlich Dreh- und Angelpunkt. Passiert natürlich viel im LS bei mir auch. Bei euch auch, denke ich mal. Also, ich weiß, dass ich ein, zwei Zuseher habe, die überhaupt gar keine LS spielen. Ne? Aber die meisten sind doch schon ja relativ drin im LS. Also auch teilweise sehr tief drin, viel tiefer als ich. Also auch in den einzelnen Communities und in den Netzwerken und so viel stärker verknüpft auch als ich. Ne? Wobei, ich darf mich da auch nicht beschweren. Also mein Netzwerk ist auch funktioniert auch. Ihr seht, ich habe nämlich zum Beispiel hier die Original-Bildchen drin quasi, ne, für Heu und so. Da war ja eigentlich auf der Map was anderes drin. Das hat nicht lange gedauert. Ne? Ich habe mal kurz mein Problem im Discord geschildert und habe quasi sofort, also das passiert ja dann im selben Augenschlag, Hilfe bekommen. Ne? Das ist also, ja. Ne? Also ich bin da nicht so tief drin, aber ihr seid da wirklich sehr, sehr tief drin in dem Thema. Das ist erschreckend. Immer wieder erschreckend. Ne, ich finde das also gerade beim Säen und so, ich finde das einfach, ich finde diese Bilder einfach schöner, ne? Die Standardbilder einfach. Ich finde, die sind, also man erkennt sofort, dass das Weizen das der Gerste ist und Raps und also ich mag die Bildchen, ne? Ich mag diese Bildchen einfach wirklich. Was halt nicht so schön geworden ist, ist der Unterschied zwischen Gras und Heu. Ne? Also, boah, dieser leichte Farbunterschied. Kann sein, dass es da noch ein, zwei Bildchen gibt, die nicht so toll gewählt sind, aber in der Regel haben die Jungs das von Giants wirklich gut gemacht. Also man muss, ich hau ja oft auch drauf, aber wenn die was gut machen, muss man das ja auch mal erwähnen. Ist einfach so. So, ja, der hat irgendwie hier Aussetzer gehabt, ne? Warum eigentlich? Was habe ich ihm denn getan?
Ich weiß nicht. Ich wollte jetzt gerade auch schon fahren und ich sehe das so. Ja, also, ne? Ich habe das gesehen, aber mein Gehirn hat das irgendwie nicht wahrhaben wollen. Und so. Ach, der Motor hat er nicht gemacht. Nur ich weiß nicht warum, weil das Ende hat er mir doch auch verknuddelt hier. Das ist so. Der Entscheidenshelfer. Wo wir wieder gerade bei Loben waren, wir müssen jetzt direkt wieder draufhauen. Also der Helfer, ne, liebes Giants Team. Ich würde ihn nochmal überarbeiten. Ne? Vor allem, ich habe das auch auf der Krebach. Was ist denn da unten? Ganz markantes Ding. Ist das der... wie nennt sich der nochmal? Hofladen nicht? Irgendwas? Bauernmarkt heißt das Ding, glaube ich, ne? Ey, da dreht der Helfer Pirouetten auf dem Pirouetten. Alter. Auf dem Acker. Das geht auf keine Kuhhaut. Also da, ich weiß nicht, was der hat. Ob der da in den Trigger reinkommt oder was. Ich weiß es nicht. Ist der auf jeden Fall völlig am Durcheskalieren da. Hm. Naja. Das sind Giants halt. Hm. Jetzt ist... Ja, wie sagt man so schön, gab sich redlich Mühe. Das heißt auch alles, glaube ich. Tja, wie gesagt, wir machen noch einmal kurz. Die Bahn machen wir noch zu Ende, natürlich. Und dann zeige ich noch einmal kurz, was ihr wahrscheinlich nicht sehen werdet. Also die Felder, die ich abernte, die Ernte, die ich einfahre. Dreschkasten kann ich euch schon sagen, ich werde ihn mieten. Also ich kriege jetzt klar für die Silageballen, das ist jetzt auch erster Schnitt. Ich werde auf jeden Fall noch einen zweiten Schnitt machen. Ja, vielleicht schaffen wir noch einen dritten Schnitt. Der wird dann nicht ganz so üppig, aber ja. Und werde das alles verhökern, die ganze Silage. Ne? Und dann, wie gesagt, sobald ich meinen Weizen unter Dach und Fach habe, werde ich dann auch Hühner machen. Und ich habe auch schon überlegt, ob ich nicht, wenn ich Stroh habe, auch Heu mache und dann Mischfutter, also Silage, Heu und dann Mischfutter anbiete auch beim Händler. Ne? Könnte auch spannend werden. Geldtechnisch jetzt. Ne? So. Ich habe nur das Feld mit Weizen, sehe ich gerade. Was ist mit dem Feld passiert? Das sollte eigentlich, sollte der Raps drauf sein. Ist der Raps nichts geworden? Raps war aus. Alter, jetzt hatte ich aber gerade Herzklappenabriss. So, hier ist nämlich Raps drauf für Kohle. Ne, damit ich auch mal Chipse kriege. Und hier ist Weizen drauf. Alter Vater, jetzt habe ich aber... So, Video ist jetzt auch lang genug geworden. Also, ne, Ziel ist es natürlich mit großen Felder, großen Maschinen ein bisschen durcheskalieren. Ne? Kommt vielleicht zweimal im Monat ein Video und dann seid ihr auch schon durch mit dem Thema. So, Diego ist draußen. Habt euch lieb.